Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 25. Januar 2018? Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens. Gegenüber im Palast des Südens bewegt sich unser Planet Erde. In westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Stier. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich gerade im Palast des Westens. Was noch interessant ist, und das bezeichne ich wieder als Schicksalstag. Und ich erkläre auch warum. In unserem Sonnensystem steht die Sonne in die Mitte und die Planeten kreisen um die Sonne. Das sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und die Planeten, was übersetzt bedeutet, beweglichen Sternen oder Wandelsternen, bewegen sie sich in elliptischen Bahnen. Und es löst aus, dass mal näher in die Sonne befinden, mal weiter weg von die Sonne befinden. Wenn sie näher zu dem Sonne bewegen, dann sind sie schneller. Wenn weiter weg von die Sonne sind, dann sind etwas langsamer. Und das ist eine von den keplerischen Gesetzen, was später Newton auch berechnet hat als Gravitation, die Anziehungskraft. Merkur hat auch eine elliptische Bahn und kreist um die Sonne. Natürlich gibt es einen Punkt, wo Merkur, wie auch anderen Planeten auch, wo Merkur näher zu die Sonne befindet. Und es gibt einen Punkt, wo ganz weit weg von die Sonne empfindet, die weitesten Punkt in sein Laufbahn. Und das ist gerade heute. Und das nennt man als schwarze Sonne. Das kennen wir bei der Mondbewegung auch. Da gibt's auch die schwarze Mond. Und das heißt die Lilith-Energie. Und hier bei dem Sonneneinfluss ist auch ein solcher Punkt. Das ist wie eine Schatten und genau in diesem Punkt erreicht heute Merkur. Was bedeutet für unser Leben? Dass wir uns drücken von Gesprächen, dass wir das nicht aussagen, was wir sagen wollen. Und wieder ist es sehr schwierig, ein vernünftigen, klärenden Gespräch zu führen. Diese schwarze Sonne, diese Energiefeld kann auch bedeuten, dass genau in dem Punkt was auslöst, wo man sagt, jetzt reicht's mir auch, jetzt sage ich mal, und führt zu Trennung, zu Kündigung. Also achtsam sein bei den Gesprächen. Wenn Sie möchten, dass da heute kein Missverständnisse führt, dann lieber keine wichtigen Gespräche führen. Und wenn Sie möchten, dass da keine Kündigung kommt oder eine Trennung kommt, dann ist es auch wichtig, etwas zurückhaltend sein, die wichtigen Gespräche vermeiden heute, weil das passiert, das kann passieren, dass diese Punkt, diese schwarze Sonne, was beeinflusst die Merkurbewegung, etwas bei den Gesprächen auslöst. So, Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier und hat einen Einfluss von Mirach, das ist die Kopf der Andromeda und bringt uns Glück. Und hat nochmal einen Einfluss von Scharatan und Mesartim. Und diese beiden Sterne, Scharatan und Mesartim, die sind ganz nah, sind miteinander
jetzt nicht direkt in Verbindung stehen, aber sie stehen ganz nah, die wirken auch zusammen. Und früher war hier die Frühlingspunkt. Diese beiden Sterne sind nichts anderes als die Hörner der Widder, aber wirkt in diesem Bereich. Tierkreiszeichen Stier, wo gerade die Mondbewegung ist. Und es ist ein Neuanfang. Ich habe gestern erzählt, dass Uranus wird für Umbrüche, Veränderungen sorgt. Dann auch vom Vertex, wo beeinflusst die Mond- und die Uranusbewegung, das war gestern, dass da hier ein Knotenpunkt ist, Veränderungen, Umbrüche, eine andere Richtung, dreht sich etwas. Und es sind die unerwarteten Ereignisse und schicksalhafte Veränderungen löst aus. Und jetzt kommt Mesartim und Charatan und ist schon der Neuanfang da. Wichtig ist hier auch erkennen, gerade bei der Mondbewegung, dass hier in diesem Bereich, Tierkreiszeichen Stier, befindet sich die goldenen Tor der Ekliptik. Und das ist ein Übergang, gerade bei Neuanfang zählt das auch. Welche Richtung soll das gehen oder wie denken wir oder welche Richtung schauen wir? Sind wir Menschen, wo eher dazu neigen, alles pessimistisch zu betrachten oder wir beschäftigen uns ständig mit Sorgen, dann geht es in die Richtung, dann werden die Sorgen noch mehr. Oder sind wir optimistisch? Optimistisch sind wir im Vertrauen, haben wir die Überzeugungskraft und glauben daran, dass das gut geht, was wir jetzt starten, dann geht in eine andere Richtung. Und hier bei goldenen Tor, die Ekliptik, treffen wir diese Entscheidung, welche Richtung schauen wir, genau in die Richtung gehen wir auch. Und das ist energetisch genauso. Welche Gefühle haben wir? Ständige Ängste oder Zweifel? Natürlich zieht uns das nach unten. Oder sind wir von uns selbst überzeugt und haben wir diese innere Ruhe und diese innere Kraft? Das verspricht schon mal Erfolg. Das sind die Energiefelder, was wir auch haben, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. Und genau hier ist bei diesem goldenen Tor, die Ekliptik, ist es auch entscheidend, weil hier wird die Richtung bestimmen. Was kommt dann? Und gerade bei Neuanfang zählt das. Also das sind die Einflüsse von Sternen und schauen wir an, wie wirkt es auf den einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Die Wassermann-Geborenen brauchen Klarheit, Orientierung, aber heute die Gespräche sollen sie vielleicht meiden. Die liebe Partnerschaft hat eine Bedeutung. Es ist eine gewisse Spannung da. Das kann dazu führen, dass heute besonders in die liebe Partnerschaft und bei den Gesprächen Missverständnissen kommt oder fühlt man sich verletzt oder sagt man etwas unüberlegt und führt zu diesen Verletzungen und Missverständnissen. Also eher die Gespräche zurückhalten und dafür sorgen, dass auch wenn diese Spannung gerade da ist, und das spüren auch die Wassermann-Geborenen oder diese Unsicherheit, Nervosität, das jetzt abwarten, die Ruhe bewahren, bis dann in die Tagen verbessert sich, weil dann können die Wassermann-Geborenen dann aufatmen, in die Tagen wird es auch besser. Also heute achtsam sein, weil es kann zu Missverständnissen, auch zum Trennung führen bei einer oder anderen Partnerschaft, wenn man das übertreibt, also eher zurückhaltend sein. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig, ihren Auftreten, dass sie wahrgenommen werden. Liebe Partnerschaft spielt auch eine Rolle und da verspüren die Fischengeborenen die Leichtigkeit. Beruflich haben Chancen und Möglichkeiten, sie haben auch Kraft und Mut, all das zum Starten. Schöne Gespräche, die Termine, die Verträge helfen auch. Eine wunderbare Energie haben gerade die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen
stehen auch bei diesen Umbrüchen und Veränderungen. Das hat die Mondbewegung ausgelöst mit der Verbindung von Uranus auf Uranus. Vertex wirkt immer noch und das sind die Umbrüche, Veränderungen, es dreht sich alles. Und geht das alles in andere Richtung? Kann das etwas sein, was unerwartet kommt, wo man damit nicht rechnet? Also war nicht im Plan. Also damit kann man auch rechnen. Aber schöne Einflüsse. Einzige, was hindert gerade die Wiedergeborenen, sind die Gespräche. Das kann zu Missverständnissen führen oder kann unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Wiedergeborenen warten auf eine bestimmte Nachricht und das kommt nicht. Es verläuft alles so zäh, was die Termine oder die Gespräche betrifft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen verspüren auch diese Spannung in die Liebe-Partnerschaft. Auch bei den Gesprächen kann zurzeit Missverständnisse führen und das löst auch die Merkurbewegung weit weg von der Sonne entfernt in den weitesten Punkt in ihren Umlaufbahn. Das kann dazu führen, dass man schwierig ist, das auf den Punkt zu bringen, etwas klären oder kann auch bedeuten, dass etwas auslöst, dass man etwas unüberlegt sagt und das führt vielleicht sogar zum Trennung. Also vermeide lieber die Gespräche. In den Tagen wird aber besser sein in die Liebe, Partnerschaft. Es beruhigt sich auch. Aber was wichtig ist, die Zeitqualität, das heute vielleicht wir da achtsam sein sollen, das berücksichtigen und vorsichtig sein, was wir vermitteln, wie wir das vermitteln, wen sagen wir etwas. Dann können wir das auch vermeiden. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist Leichtigkeit in die Liebe, Partnerschaft und sie genießen auch das Privatleben, das eigene Zuhause, kann auch zu Veränderungen kommen im wohnlichen Bereich, ein Umzug, eine Renovierung, eine neue Einrichtung und das, wo die Zwillingsgeborenen etwas verändern, in ihren Ideen dann verwirklichen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben auch tolle Ideen und sie spüren auch diese schöpferische Kraft und da setzen sie auch um in beruflichen Situationen, Chancen, Möglichkeiten, Mut und Kraft haben sie gerade. Ich habe in den Tagen erwähnt, sie sollen die Gespräche suchen, weil das spiegelt etwas heute vielleicht eher vermeiden, weil das kann zu Missverständnissen führen, gerade durch die Merkurbewegung. Die Tierkreiszeichen Löwengeboren ist ein wichtiges Thema, neue karmische Erfahrungen und das erleben sie momentan in der Liebe-Partnerschaft. In der nächsten Zeit wird aber beruflichen Veränderungen auch kommen und es kommt auch in Form. Wichtig ist heute das innere Gleichgewicht bewahren, die innere Ruhe, nicht unsicher zu sein, wenn eventuell Missverständnisse da sind oder eine gewisse Spannung ist in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist auch ein wichtiges Thema, die Liebesleben, die Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Und das wird auch eine wichtige Thema sein, die inneren Unsicherheit zu überwinden oder die Unklarheiten klären. Es ist heute nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Da lieber abwarten, nach innen schauen und selbst zu sein, in inneren Ruhe, in inneren Kraft bleiben, weil wir können heute nicht allzu viel verbessern in die Partnerschaft, wenn die Einflüsse so sind, wie sie sind. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben diese Leichtigkeit aber in die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche kann auch unangenehm sein, da lieber vermeiden gerade ein erklärendes Gespräch und geduldig sein, wie sich das alles verbessert. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren sind die Chancen, Möglichkeiten da und da ändert sich einiges. Sie erleben das in die beruflichen Umfeld nach wie vor. Ausland, eine Reise spielt auch eine Rolle. Und in die nächste Zeit kommen auch die Finanzen. Also das sind die Themen, was gerade
bei den Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen wichtig sind. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind auch Veränderungen, Umbrüche, die erleben, das sind die Freundeskreis, Bekanntenkreis, vielleicht neue Kontakte, neue Freundschaften. Sie werden auch aktiv sein in einem Sportverein, also irgendeinem Verein oder in einer Partei, also wo gleichgesinnte Menschen treffen, da sehe ich auch die Aktivitäten, aber nicht nur da setzen sie ihre Kraft ein, sondern auch in beruflichen Situationen etwas zu verbessern, verändern. Und darum kümmern gerade die Schützengeborenen. Und die liebe Partnerschaft, gut, heute ist eine gewisse Spannung da. Es ist vielleicht nicht der Glücksmoment des Jahres, aber im Allgemeinen haben auch diese Leichtigkeit und auch die Chancen in die Liebe auch die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen trifft diese Merkurbewegung direkt, weil Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und wie ich schon sagte, Merkur erreicht die weiteste Punkt von die Sonne aus in ihrem Laufbahn. Und es ist schwierig, durch diese Entfernung bei diesem schwarzen Sonne etwas zu klären. Oder kann auch bedeuten, dass man gar kein Lust dazu hat, etwas zu klären, sondern sagt, man reicht's mir, ich sage nichts mehr dazu, ich trenne mich oder ich kündige mich. Also das kann diese Energiefeld auch auslösen und das spüren sie natürlich, die Steinbockgeborenen, und dann kommen die Pluto-Einflüsse dazu, die neigen dazu gerade etwas beenden, von etwas trennen und das auch aussprechen, weil sie haben keine Kraft mehr oder Lust dazu, etwas nochmal zu klären. Vielleicht beruhigt sich in die Tage, das würde ich nicht, das würde ich mal so behaupten. Aber heute ist mal so, die Maß erreicht hat und das löst aus, dass die Steinbockgeborenen dazu neigen, vielleicht etwas Unüberlegtes sagen oder kündigen, trennen, was die vielleicht sogar später auch bereuen. Vielleicht nicht jeder einzelne Fall ist das der Fall, aber durchaus ist es auch möglich, dass man etwas sagt, was man später auch bereut. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich erwähnen möchte, gerade diese Energiefelder, wie wichtig das ist. Und es ist unserem eigenen Energiefeld, weil das bewirkt etwas, weil das ist unsere Anziehungskraft. So wie im Universum auch, so wie die Bewegung, die Planeten in ihren Bahnen und die Mitte die Sonne, diese Anziehungskraft, das heißt auch Anziehungskraft, diese Gravitation. Also wir haben auch solche Energiefeld und wir ziehen auch Menschen an oder Ereignisse an oder Situationen an. Und das sind keine Zufälle, sondern das passiert durch unser Energiefeld, weil das ist unsere Anziehungskraft und wie ein Magnet, genau das ziehen wir auch an. Und diese Energiefeld, die ändert sich ständig je nach Stimmung, je nach Gefühlszustand, je nachdem wie wir denken. Und deswegen ist sehr wichtig darauf achten, wie denken wir. Also immer positiv denken, optimistisch zu sein, das Leben manchmal mit Humor betrachten und auf den Gefühlen, das wir verabschieden von Schuldgefühlen. Zum Beispiel kann auch Schulden auslösen, hängt zusammen mit Werten, mit Wertschätzung, auch mit Finanzen, das wird auch unterschätzt. Oder Gefühlen wie Angst oder Zweifel. Das sind die Stolpersteine in unserem Leben. Ich könnte sagen, das sind die trojanischen Pferd. Und wenn wir da offen sein, dann haben wir diese trojanische Pferd reingelassen. Also lieber die Toren schließen und es nicht zulassen, dieser Zustand, diese Emotionen. Dann hat sich schon viel verändert und verbessert in unserem Leben, weil dann haben die Macht über uns selbst, wir haben die Macht über unserem Leben und dann haben wir eine ganz andere Ausstrahlung, ziehen wir ganz andere Menschen an, ganz andere Situationen an und dadurch verbessert sich etwas in unserem Leben. Und es gibt auch Hilfsmittel, was verbindet Menschen, Energiefelder verbindet, harmonisiert
Und das sind Düfte, Kräuter, Halbedelsteine, die Gesang, auch die Liebe, natürlich die größte Kraft, die schöpferische Kraft, dann auch die Glauben. Glauben versetzt auch Bergen. Also all das hilft uns auch. Und die Liebe, die Glaube, das kostet auch nichts. Aber wir können auch mit Produkten wie Düfte etwas harmonisieren oder räuchern oder die Klänge, die Musik. All das könnte ich nur empfehlen. Und wenn Sie daran Interesse haben, dann besuchen Sie bitte meinen Shop unter www.denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.